this love that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have. Hallo und herzlich willkommen zu der Donnerstagsfolge. Ich nehme mich jetzt erst am Mittwoch auf, weil ich keine Zeit dafür hatte. Ich nehme jetzt auch nur Donnerstag auf. Am Donnerstag nehme ich erst den Freitag auf, weil ich einfach keine Zeit habe so richtig. Weil ich vielleicht heute ein neues Spiel bekomme vielleicht. Oder wir gehen schwimmen, war das, wissen wir noch nicht, was von beidem. Und ja, ich mache bei Steve jetzt und hier ist gerade sehr voll. Mal gucken, das haben wir, ich habe es noch mit euch noch nie gemacht. Mal gucken, wie ich in dem Midsommerfest so mithalten kann mit den anderen, die schon öfters gemacht haben. Midsommer in Jorvik. Hallo Anna, in Jorvik feiern wir jedes Jahr das traditionelle Midsommerfest. Midsommer ist der längste Tag des Jahres, wenn die Sonne lang scheint und die Nacht ganz kurz ist. Das nennt man Sommersonnenwende. Diese Tradition existiert seit Ewigkeiten und jedes Jahr gibt es viel vorzubereiten. Meistens bleiben diese Aufgaben an mir hängen. Hast du Lust, mir dabei zu helfen, das Midsommerfest in Silverglade vorzubereiten? Ja, gerne! Okay. Oh, cool. Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen werden, Midsommar nach Silverglade zu bringen. Setze dir einen Strohhut auf und los geht's. Haben wir einen Hut bekommen? Nö. Wir haben keinen Strohhut. Sorry. Aber ich habe uns ja letzte Folge dieses schöne Kleid gekauft. Diesen schönen Kranz. Und das Zaumzeug. Dann ziehen wir es mal an, ne? Danke, dass du im Weg stehst. Das kann ich nicht mehr anklicken. Hallo. Der ist verschollen in der Menge. So. Lange Bäume. Diese Tradition kann man manchmal etwas befremdlichen auf Menschen aus anderen Regionen wirken. Hier in den nördlichen Breitengraden ist das jedoch etwas sehr Normales. In Jorvik bauen wir Midsommerbäume und machen ein Midsommerfeuer. Wir fangen mit den Midsommerbäumen an. Man nennt sie auch Maibäume. Diese Bäume werden in Blätter eingewickelt. Es kommt von der deutschen Tradition, an besonderen Tagen mit Blättern zu schmücken. Als erstes müssen wir die Bäume holen. Sie liegen direkt hier. Nimm sie. Wir feiern immer an unterschiedlichen Orten, aber letztes Jahr dachte ich, dass die Evergreen-Felder dieses Jahr am besten sind. Genau zwischen Marley und der halbfertigen Reitbahn der Baroness. Nimm die Bäume und bringe sie zum Festplatz nördlich von Marleys Koppel. Ich werde inzwischen die Einladung schreiben. Okay. Leute, ich muss euch was sagen. Maibombs erinnert mich gerade voll an Trips Trill. Das ist so ein Freizeitpark. Der ist in, ich glaube, Klebronn ist der. Wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, das ist in... Ist noch in Rheinland-Pfalz? Oder ist schon in Baden-Württemberg? Oder ist es in Hessen? Nee, Hessen nicht. Hessen und Nordrhein-Westfalen nicht. Also entweder Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg. Ich bin mir aber unsicher. Und die hatten noch was für uns, was wir direkt, glaube ich, mitmachen können. Blätter zum Schmücken. Um die Bäume verkleiden zu können, brauchen wir Blätter. Massenhaft wunderschöne grüne Birkenblätter. Im Gebiet von Silverglade in Richtung Weingut gibt es viele Birken. Sammle so viele Blätter, die du nur tragen kannst und bring sie zum Festplatz. Komm dann zu mir zurück. Ich hab's doch gesagt, und wo sollen wir die Bäume herbekommen? Hier. Okay. Nimm. Vorne habe ich so einen Punkt, deswegen reite ich jetzt einfach mal hin. Ah, das hier sind Birkenbäume. Fertig, um zum Festplatz geliefert zu werden. Oh, wie süß das hier unten steht. Das finde ich schön. Das finde ich als erstes aber schön. Oh, ich finde, diese Frisur passt voll zu diesem Kranz. Wow. Oh, den wollte ich ja die ganze Zeit schon haben. Aber ich habe den ja nie bekommen. Weil den gibt es ja nur bei Midsommerfest. Und dann habe ich mir jetzt einfach gekauft. Weil es kann auch sein, dass man ihn am Schluss als Belohnung bekommt. Aber ich kaufe ihn mir lieber nochmal. Ich glaube, es gibt ja auch diese Daily Midsommer Crest, wo man dann immer so, wie heißt, da kann man dann immer so, glaube ich, auch nochmal so Sachen bekommen. Wenn ich mich nicht irre. An Weihnachten ist es ja auch mit diesen... Okay, ich hoffe mal. 2, okay. Na toll. Bis wir das zusammen haben. Mal gucken, wie lange es dauert. Geil, wir stehen auf der Bank. Jetzt nicht mehr. Ich hoffe, wir werden überhaupt noch fertig heute. Ja, sorry, dass mein Bildschirm gerade ist. Kann sein, dass ich kurz auf den Desktop zugekommen bin, obwohl ich nichts gemacht habe. Das ist einfach... Auf einmal war kurz so der Bildschirm weg. Keine Ahnung, irgendwas. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich, weil ich Skype im Hintergrund gerade offen habe, obwohl ich gar nicht skype. Hallo, Dreamer. Ja, die haben wir jetzt noch bis Sonntag.
Und Leute, ich habe mir jetzt vorgenommen, ab Montag kommt nicht mehr so oft Star Stable. Es tut mir leid, aber im Sommer, ich kann nicht den ganzen Tag hier drin hocken. Es kann sein, dass es jetzt kommt, aber es kann sein, dass ich sag euch jetzt bestimmte Tage, an denen es sein kann, dass kein Star Stable kommt. Aber es kann auch sein, dass kommt. Ich weiß es halt nie genau, ob es kommt oder nicht. Auf jeden Fall bringe ich montags die das reitgeregelte Folge. Dienstags kommt dann mal nichts, aber dafür kommen Mittwoch die schönen Update-News. Am Donnerstag eine Quest-Folge. Am Freitag fällt es dann wieder aus. Am Samstag wieder eine Quest-Folge. Am Sonntag fällt es dann wieder aus. Das heißt, es fällt an 3 Tagen aus. Hier gibt es ja sehr viele Birkenbäume, ne? Es fällt an 3 Tagen aus, nämlich am Montag, am Dienstag, am Freitag und am Sonntag. Das heißt, 3 Tage kommt nichts, das heißt, 4 Tage kommt was. Und es kann auch mal sein, dass, ich sage euch jetzt den Tag, wo es sein kann, dass was kommt, nämlich dienstags kann es sein, dass noch was kommt. Es kann auch sein, dass freitags was kommt oder sonntags. Also, es kann sein, dass nichts kommt, oder es kann auch sein, dass was kommt. Wisst ihr, wie ich meine? Aber höchstwahrscheinlich wird sonntags nichts kommen, weil es ja sozusagen auch Ruhetag ist und da habe ich auch keine Lust aufzunehmen. Also, ich muss samstags für Montag aufnehmen, nämlich halt mittwochs auf. Ja, ihr wisst halt, wie ich meine. Okay, fertig, um zum Festplatz geliefert zu werden. Das heißt, es kann sein, also wenn kommt dann freitags oder dienstags dann noch eine Folge. Also nicht wundern, wenn da jetzt ab nächster Woche nur noch Montag was kommt, auf einmal ist die am Dienstag kein Video mehr. Also nicht wundern, aber ich kann nicht mehr so oft bringen, sonst sind wir so schnell durch. Und wenn ich dann nach Golden Hills und Dinotal kann, wird noch ein mal wegfallen. Wahrscheinlich erstmal anders reit geht, wird wahrscheinlich erstmal wegfallen. Ja, was mit den Blättern? Okay. Ja, das sind die 20 Blätter, die wir eigentlich noch haben, aber da liegen, ne? Habt ihr die Quest schon fertig gemacht da hinten? Ja, hattet ihr keine Schule? Ja, okay. Ja, es gibt auch Erwachsene, die das spielen, aber ist ja eher so für Kinder ausgelegt. Also ich bin jetzt nicht erwachsen, aber ich bin auch kein Kind, also Kind, also es ist jetzt nicht für 6 Jahre, okay, ab 6 Jahren, denke ich mal, so kann man das spielen. Ich würde es jetzt keinem dreijährigen Kind empfehlen. Und ich glaube, die Eltern erlauben das auch gar nicht, den ganzen Tag nur vor dem PC zu hocken. Meine Erlaubnis. Nee, okay. Auch nicht den ganzen Tag. Ich nehme halt auf, lade hoch und beim Hochladen bin ich ja eh nicht drin. Dann warte ich bis hochgeladen ist, komme ich wieder rein, dann lade ich es hoch. Außer halt, wenn mal Sims oder so kommt, die lade ich dann direkt miteinander hoch. Ja. Ja, gut geredet. Außer beim ersten Video immer da. Bin ich immer kurz weg. Ja. Bei dem Wetter auf jeden Fall, da muss man sich raushocken, aber auch nicht die ganze Zeit raus in die Sonne dann. Ich muss mich unbedingt eincremen, weil ich habe schon fast so einen Sonnenbrand. Wenn ich Steve bekommen würde. Nein, 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 nein. Sind es die Stangen, wo die hingehören? Super. Wieder hochgehen. Das letzte Mal geklappt. Nicht mehr, nicht mehr. Seitlich, seitlich. Nein. Ja, sie ist weg. Die Blätter sind da. Gut, gut. Bald werden die Bäume mit grünsten aller Blätter verkleidet sein. Das wird super. Komm mal, eins machen wir jetzt noch zusammen. Es hat lange gedauert, diese Blätter zusammen. Blumen, Blumen, Blumen. Die Wiesenblumen blühen zurzeit in voller Pracht und das ist sehr gut, da wir massenhaft davon brauchen, um die Bäume zu dekorieren. Wir brauchen wilde Wiesenblumen, die wildesten, die es gibt. Man kann sie in den Evergreen-Feldern finden. Sammle Blumen und lege sie in einen kleinen Haufen auf den Festplatz. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Okay, auf in die Evergreen-Felder. Ist auf jeden Fall viel. Wenn ich nur auf meine Karte gucke. Sieht massenhaft aus. Ich kann ja die Kamera auch so selber drehen, weil die dreht sich jetzt nicht mehr weg. Das ist ja das Geile. Seht ihr, das geht vielleicht jetzt, wenn ich ein neues Pferd habe. Das wird aber noch dauern, Leute. Das wird aber noch dauern, bis ich ein neues Pferd habe. Ich bin gerade am überlegen, wann hole ich mein neues Pferd? Dum, 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 dum. Noch eins oder zweimal. Ich denke zweimal noch, dass ich nochmal so 100 über habe. Oder vielleicht auch noch drei oder mehr. 15 Wiesen. Ich hoffe, wir sammeln wieder zwei auf einmal ein. Ich denke mal nicht. Also kommt, glaube ich, auch drauf an, wie groß die Blumen sind. Das sieht aus wie 5 oder so. Wie viel war's? Eins.
Obwohl das aussieht, als wenn da 5 Zoomen an einer Stelle, ne? Huch, huch. Oh, schön verschiedene Farben. Und scharfe Rechtskurve. Links, links, links. Ich sag schon rechts. Meine Verwirrung. Verwirrung hoch 10 mit Anna. Wir reiten jetzt da lang. Huch, schon wieder. Da schon wieder kurz so ein Wackelbildschirm, Desktop, halb alles, was es gibt. Ich finde, wir machen gerade so eine gute Kombi, dass wir jetzt erstmal hier lang gehen und dann rübergehen. Finde ich jetzt zumindest so. Ich würde sagen, so, ja. Jetzt scharfe Rechtskurve und dann direkt scharfe. Nein, noch geradeaus ein Stück. Ganz scharfe. Nein, nochmal geradeaus. Ein noch mal ganz hoch auf den Berg, dann haben wir auch schon alles. Wupp. Boah, ich wollte gerade sagen, was wir haben überlebt, aber doch nicht. Fertig, um zum Festplatz geliefert zu werden. Geht die Folge mal wieder so 11 oder 12 Minuten, ist auch mal gut. Möchte ich nur hinreiten? Und auf zu Steve. Das heißt, wir werden erst am Freitag hier weiterbauen. Es kann dann, dass ich jetzt doch nochmal auf dem... Na, aber ich denke nicht. Ich denke nicht, vielleicht nach heute Abend nochmal, aber jetzt erstmal nicht. Oh, ich jetzt erstmal die Update-News hochladen muss nach der Folge, ne? Die sind ja wichtig für euch, dass ihr wisst, dass überhaupt das Midsommerfest drin ist, ne? Ja, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Nee, okay, Leute. Anna kann creepy sein. Anna kann creepy sein. Nie auf Anna hören, wenn Anna creepy ist. Schon wieder. Schon wieder dieser Wattebildschirm. Ich weiß nicht, ob ihr es auch seht. Kann dann gleich Skype oder so hinten drin aufmachen. Ich wollte Steam aufmachen. Kann auch sein, dass es offen ist. Ne, ich habe Steam geschlossen. Ich habe Steam wieder geschlossen. Weil ich was gucken wollte wegen dem Spiel, was ich mir kaufen will. Aber das Let's Play ich nicht. Weil ich das mit meinem Bruder zusammenhole, wenn er dann spielt. Und dann kann er ja nicht aufnehmen. Und deswegen will ich mir irgendwann nochmal einzeln für euch mit dem neuen Account. Da kann ich erstmal so ein bisschen üben. Ich habe ja auch Planet Coaster. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich es aufnehmen will und wenn, wann, wie, wo. Ja, hier ist ein bisschen leerer. Ein bisschen leerer. Na gut, dann sind die Blumen auch an ihrem Platz. Herrlich. Ich kann Midsommar schon in der Luft spüren. Und dann sage ich, man kann die Aufgabe nicht annehmen, wenn alle in Steve stehen. Ja, das stimmt, Liebe. Wie du immer heißt. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Creepy.